Nach 3 Stunden Schleifen bis an die Grenze zur Ohnmacht gibt es erstmals ein wenig Wasser. Wo ist noch Wasser? Worauf müsst ihr jetzt achten? Wie bitte? Was ist jetzt wichtig? Einfach weitermachen, nicht aufgeben. Russen geben nie auf. Für die folgende Übung haben die Männer 30 Sekunden Zeit. 3 Treffer nachladen, 3 Treffer Handgranate. Du musst jetzt sichern und das Magazin wechseln. Gleich kommt die Granate. Der Mann hinter dem Schützen achtet penibel darauf, dass die Abläufe stimmen. Nochmals 3 Treffer im Knien. Weiter geht die Jagd nach dem Elite-Barett. Der ausgeschiedene Denis Baschkovic hat sich von seinem Misserfolg einigermaßen erholt. Er blickt dennoch mit Wehmut auf seine Kameraden. Ich bin gefallen. Ein Kamerad hat mich aus Versehen geschubst. Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht und ich hatte nicht mehr die Kraft, die anderen einzuholen. Und das war's. Diesem Mann trauen die Prüfer das bordeaux-rote Barett zu. Efim Subol hat jedoch auch schon 2 erfolglose Härtetests hinter sich. Kaum einer schafft die Prüfung auf Anhieb. Wie machst du jetzt weiter? Ich konzentriere mich und lasse keine Zweifel an mich ran. Was macht die Müdigkeit? Was? Müdigkeit? Naja, es geht. Es ist okay. Vor den neugierigen Augen von Freunden, Verwandten und bereits ausgeschiedenen Kameraden kommt jetzt die Endphase des Härtetests. Das gefechtsmäßige Abseilen. Noch ist nichts gewonnen. Der kleinste Fehler, die geringste Schwäche kann die Disqualifikation bedeuten. Die Spezialkräfte müssen nun den Häuserkampf simulieren. 30 Sekunden. Wer überzieht, fliegt raus. Von anfangs 45 Teilnehmern sind jetzt nur noch 7 Mann dabei. Um mit Akrobatik und Boxen stehen noch heikle Aufgaben bevor. Akrobatik. Souverän nimmt Sobol die vorletzte Hürde zum bordeaux-roten Barett. So weit war der Feldwebel noch nie. 2-mal ist der 30-Jährige am Gewaltmarsch gescheitert. Das Finale sei der absolute Höhepunkt, versprechen die Prüfer. Jetzt kommt das Beste: Kickboxen. Nach dem Gewaltmarsch, dem Hindernisparcours und dem Abseilen ist das nochmal eine große Herausforderung. Es geht darum, dass man sich nicht nur zusammenprügeln lässt, sondern dagegen hält. Ihre Müdigkeit lässt den Männern nur wenig Spielraum. Kickboxen. Jetzt geht es 12 Minuten lang gegen frisch ausgeruhte Ausbilder. Sie wechseln einander beliebig oft ab, um den Teilnehmern die Luft zum Atmen zu nehmen. Ich fühle mich gut. Was ist deine Überlebensstrategie? Ich weiß es noch nicht, ich war ja noch nie so weit. Schienbeinschützer und Sicherheitsbandagen lassen Schlimmstes befürchten. Auch Efims Gegner rüsten sich für den finalen Kampf. Werdet ihr ihn schonen? Klar, Boxen macht mir sowieso keinen Spaß. Wir gehen vorsichtig mit dem Jungen um. Vorsichtig sieht anders aus. Kurz vor dem Ziel ein Volltreffer. Disqualifikation. Wieder einer weniger.
Die Prüfer wollen noch einmal wissen, ob diese Bewerber tatsächlich in den Club der Besten gehören. Nach 15 Minuten Dauerschlagen kann sich Efim kaum noch auf den Beinen halten. Hunderte Fausthiebe prasseln auf ihn ein. Efim, achte auf die Deckung. Fäuste hoch. Dann endlich die Erlösung. Der Kampf um das Bordeaux-rote Barett ist vorbei. Nach 5 qualvollen Stunden gehört Efim nun zum erlesenen Club der 400 russischen Elitesoldaten. Sobol, du Pfeife, du hast es geschafft. Lass dir gratulieren. Ich glaub's nicht, ein Wunder ist geschehen. Efim, wie fühlst du dich jetzt? Wie durch den Fleischwolf gedreht. Zufrieden? Klar. Wie hast du die Prügelarie überstanden? Ich war ein guter Punching Ball. Sobol, du hast 4 Anläufe gebraucht. Nein, 3. Alles gut. Super. 45 Mann sind im Trainingszentrum der Sondereinheit Vitis zum Kampf um das Bordeaux-rote Barett angetreten. 5 erhalten die Elite-Auszeichnung. Es sind mehr, als die Ausbilder dachten. Einige der gescheiterten Spezialkräfte werden es sicher in einem halben Jahr wieder versuchen. Efim Sobol ist am Ziel seiner Träume. Für ihn ist es ein großer Moment. Ich diene Russland und meiner Spezialeinheit. Wo genau Efim und die anderen 9 Träger des Roten Baretts demnächst eingesetzt werden, das wissen sie noch nicht. Diese Entscheidung wird allein Kreml-Chef Wladimir Putin treffen. Kriegs- und Krisengebiete hat sein Land derzeit viele.